Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Blasphemous 2. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. In der letzten Episode haben wir es endlich geschafft, das Gebiet der zwei Monde zu komplettieren. Und heute wollen wir nun dem letzten Wächter entgegentreten, der noch einen Schlüssel zu den fünf Tauben bewacht oder besitzt. Außerdem wollen wir in der heutigen Episode auch dem verfluchten Brief, die vierte Seite, lösen. Da hatte ich mir nochmal meine Videos angeguckt und ich glaube, die Lösung liegt eigentlich so nah auf der Hand. Ihr werdet es dann sehen, wenn es denn funktioniert. Aber dann werde ich euch natürlich sagen, was meine Überlegung war. So, jetzt wollen wir aber erstmal den nächsten Kampf auf uns nehmen. Und Yerma dürfte uns dabei auch unterstützen. Wir haben ihr auf jeden Fall das gesalbte Öl für ihre Lanze gegeben und hat uns gefragt, ob wir ihr im Kampf beistehen werden. Die Frage ist, wie viel wird sie im Kampf eingreifen? Bisher waren das immer nur vereinzelte Angriffe. Und vor allen Dingen, mit was für einem Gegner haben wir es zu tun? Ich habe hier mal Blitz hochgehauen. Ich weiß aber nicht, ob das ausreicht. Je nachdem müssten wir hier nochmal wechseln. Und ich weiß immer noch nicht, ob die Sachen hier auch kumulativ wirken. Ich hoffe es einfach mal. Als Gebet lasse ich mal das Deppler drin. Ja, und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Hier habe ich... Ja, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Wobei, das Schwert will ich ja schon. Ah, Leute. Wir können das Retabel ja auch von unserem Betpult aus nutzen. Ich will mal schauen, ob es eine nette Kombination mit Ruego Alba gibt, wie es hier auch das mit Sarmiento und Centella gibt. Da wird ja irgendwas bei sein, was hier gut funktioniert. Und zwar irgendwas, was sich hier vielleicht befindet. Oh ja, hier haben wir was gefunden. Mit dem Anführer schon wieder mit Deo Gratias. Rosenkranz der Qualen, der purpurrote Schnitterrosenkranz empfacht eine Welle, die Mystikschaden verursacht. Ob der Blitz hier auch funktioniert, das ist jetzt die Frage. Auch das funktioniert, Leute. Der Blutpakt lädt die Klinge von Ruego Alba mit Blitzen auf, aber ich will den Blutpakt ja nicht nutzen. Blutpakt heißt, dass wir selber ja, Lebensenergie verlieren, wenn wir ihn nutzen. Und das hier wird ja dann auch damit zusammenhängen, weil der purpurrote Schnitterrosenkranz, ich glaube, den können wir tatsächlich nur nutzen, wenn wir den Blutpakt haben. Drückt während des Blutpakts. Ja, wir wollen den Blutpakt ja nicht auslösen. Ich glaube, dann bleibe ich lieber bei der Kombi da oben. Dass wir dort wieder, Mann, immer dieses Umgebastel. Da hatten wir den Blitzschaden. Genau. Und hier unten, ja, dann wäre es ja doch gut, irgendwas hiervon zu nutzen. Ah, das könnte gut sein, gerade bei einem Bosskampf. Maximale Gesundheit werden wir weniger haben. Ich weiß es nicht. Oder wir verstärken einfach die Wirkung von Gallenflaschen. Die werden wir ja auf jeden Fall nutzen. Ja, das mit dem Treffer ist ganz gut, auch dass wir Gesundheit wiederherstellen. Wir schauen jetzt einfach, wie gut wir mit dieser Zusammenstellung hier fahren. Ich glaube, bisher sind wir wirklich nur einmal gestorben. Und das war in diesem blöden Parcours mit dem Blitzen. So, hier haben wir den letzten Wächter. Alle Wortkarten, die guten. Okay, wir haben hier Plattformen, wo wir uns vor diesem Deppler verstecken können. Da ist die Frage, ob...
Ich würde gerne mal meine Combo benutzen. Oh ja! Oh Gott. Heiko. Was ist das denn jetzt? Hilfe! Uah. Ich glaube, die Idee mit Blitz war nicht schlecht. Aua, wir haben es voll abbekommen. Wo ist denn Yama? Wollte sie uns nicht mehr unterstützen? Yama, wo bist du? Das haben wir schon zur Hälfte erledigt. Autsch. Wunderschöne Jungfrau, so schön bist du gar nicht mehr. Sasona. Susona, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Wir haben sie schon zur Hälfte und wir haben noch alle geilen Flaschen. Aha. Okay. Nochmal das Deppler. Ich glaube, so viel Schaden macht das dann doch nicht. Ich brauche tatsächlich mal eine geile Flasche. Oh, ah! Geht's ja gut, aber ne? Was ist das denn jetzt? Immer wieder neue Sachen hier. Oh ja, wenn wir das. Geile Flasche! Oh, die kam aber gerade in allerletzter Sekunde. Ah, falsche Richtung. Oh, da kommt doch Yama mal dazu. Na, endlich. Quasi noch beim Todesstoß mitgeholfen. Requiem Aeternam. Mann. Der Körper der Dame liegt vor unseren siegreichen Füßen. Der ist verschwunden, ehrlich gesagt. Her Curse. Ihr Fluch und der Fluch dieses Ortes wurden aufgehoben. Ich konnte mein Versprechen dank euch erfüllen. Büßer, bevor ihr euren Weg fortsetzt, nehmt dies als Zeichen unseres gesegneten Bundes, egal. Sigil des grausamsten Dorns. Lebt wohl, Büßer. Und möge euer Weg frei von Hindernissen sein. Das hoffe ich auch, gute Yama. Das hoffe ich auch. 4 Zeichen des Martyriums, die wir wieder in Veredicto investieren können. Und wir haben den Spiegelschlüssel, der nun den letzten Käfig der Taube öffnen dürfte. Bevor wir allerdings hochgehen und mit dem Herrn reden, werden wir erstmal schauen, was wir hier gefunden haben. Schlüssel gefunden in den Überresten von Susona, der Gequälten der 2 Monde. Er öffnet den letzten Käfig in der Kapelle der 5 Tauben. Der See war ein Spiegel, der Palast war in seinem Spiegelbild zu sehen, eine Erinnerung an das, was einst existiert hatte. Nur das Mirakel erlaubt uns diesen Anblick, denn der Palast war längst verloren. Man sagt, dass die alte Glocke, die im höchsten Turm herabgestürzt und im See versunken ist, wo sie niemand je wiederfinden kann. Doch eines Nachts, als der Mond am vollsten stand, geschah etwas Merkwürdiges. Auf der Oberfläche des Sees konnte man die Glocke sehen, die oben in ihrem Turm hing, als wäre sie nie gefallen. Und dann läutete sie. Ein tiefes, düsteres Läuten, das nachhallte und die Stille zerriss. Der See kräuselte sich, und das Wasser war faltig wie die Haut eines alten Mannes. Die Wellen breiteten sich auf der Oberfläche aus, kreuzten sich, zeichneten Falten, die das Spiegelbild des Palastes verzerrten. Diejenigen, die den See beobachteten, sahen mit Schrecken, wie ihre eigenen Spiegelbilder sich veränderten. Ihre Gesichter dehnten und entstellten sich, ihre Augen versanken in ihren Schädeln, ihre Münder klafften in unmöglichen, stummen Schreien auf. Das war der Fluch der Glocke. Was sie im Wasser sahen, war kein verzerrtes Spiegelbild mehr, sondern die Realität. Abscheuliche Kreaturen, verdammt für alle Ewigkeit.
und das Gebet oder eher gesagt den Vers, den wir gefunden haben. Er schafft eine Barriere aus Dornen, die Miasma-Schaden zufügt. Vers an die heiligen Früchte, die den Hunger des Pilgers nicht stillen. Sie zehren an seinem Körper, umwurzeln ihn und erhalten ihn durch Buße am Leben. Leute, was mir ein bisschen Sorge macht, wir haben, wo haben wir es? Bei der Karte 94%. Wir haben jetzt den letzten Käfig, den wir öffnen. Das heißt, das Finale steht uns bevor und uns fehlen noch so viele Dinge. Uns fehlen 4 Verse, uns fehlen 4 Gesänge, uns fehlen hier 3 Figuren noch und Rosenkranzperlen auch 3. Wo sollen wir das bitte noch alles finden? Da habe ich irgendwo was übersehen. Ich werde mich auf jeden Fall auf die Suche machen oder mich um den 4. Brief kümmern. Das wollte ich ja gleich euch eh noch zeigen, was ich mir da gedacht habe. Aber eigentlich müssten wir auch noch die ganzen Symbole hier finden. Und ich glaube, das wird eine extreme Herausforderung, hier nochmal überall lang zu rennen. Anon, this glass sarcophagus gleich wird sich dieser gläserne Sarkophag öffnen. Die Überreste meiner unverdorbenen Zunge und ihre Geheimnisse sollen nun euch gehören, sodass dieser Schatten euch nichts mehr geben kann. Ich werde mich schon bald zur Herberge zwischen Licht und Nirgendwo begeben. Dies wird unser Abschied sein. Taube, deren Farbe der eines Raben gleicht, verlasse nun dein goldenes Gefängnis. So, liebe Leute, die letzte Taube wurde befreit und da ist auch schon wieder Annunciada. Dich haben wir lang nicht mehr gesehen. Immer schneller wird das donnernde Pochen des herabsteigenden Herzens und verkündet damit die bevorstehende Geburt des neuen Kindes. Eilt ihm entgegen, Büßer. Ja, das ist unsere Aufgabe, aber ich will vorher noch andere Dinge erledigen. Wir wollen ja hier auch die 100% erreichen. So, und wir haben hier ein Gebiet, das wir noch nicht kennen. Wahrscheinlich ist das nur der Rückweg. Vielleicht haben wir hier aber noch irgendwo einen Geheimgang. Das sieht da schon wieder so merkwürdig aus, aber da ist nichts. Hier dürfen wir jetzt wahrscheinlich dort ankommen, wo wir herkamen. Jawohl. Okay, damit befinden wir uns aber an einem Betpult. Und wir lesen uns gleich nochmal den Text durch. Aber dafür möchte ich mich an einen bestimmten Ort begeben. Einfach nur, um meine Vermutung und den Text nochmal abzugleichen. Und wie gesagt, die Lösung, wenn dies die Lösung ist, ist extrem naheliegend. Wir haben hier nämlich... Oh, was haben wir hier? Das ist die Figur, die Montagnier gemacht hat. Unser guter alter Monty. Hat er jetzt hier hingestellt als Spende für die Stadt. Hat er hier noch mehr gemacht? Nee, sein Lebenswerk ist vollendet. So, wir wollen aber... jetzt den Brief nochmal lesen. Da blickte der schwache und knorrige Greis vom Boden auf und sprach, wenn du einmal unter seinem Schädel hindurchgegangen bist, diesem fleischlosen Relikt, das mit seinem letzten lebenden Auge einem traurigen Zyklopen gleicht, musst du es noch zweimal tun. Schaut mal da oben. Knorrige Gestalt mit nur einem Auge. Wahrscheinlich werden wir dreimal in das Geschäft gehen müssen und wieder raus. Und jetzt warten wir mal.
Wenn du einmal unter seinem Schädel hindurchgegangen bist, bla bla bla, musst du es noch zweimal tun. Oder meinen die so an dem Schädel vorbei? Ja, da passiert was. Und wir erhalten einen weiteren versiegelten Brief. Okay, ich hatte schon Sorge, dass das doch nicht das Rätselslösung ist. Einer der Briefe der Namenlosen. Meine Erlösung, meine Vergebung, alles ist jetzt nutzlos. Dieser endlose Pilgerweg hat keine Bedeutung mehr. Die Opfer, die Gebete, die Fürbitten, sie alle sind ohne Bedeutung. Jetzt verstehe ich. Das Mirakel wird nicht auf jemanden wie mich hören. Ich bin ein Nichts. Wenn ich keine Vergebung erlangen kann, dann bleibt für mich nur der Tod am Fuße dieser hochragenden Klippen. Der Fluch wird bald überstanden sein, denn nichts von mir wird bleiben. Die kühle Meeresbrise wird mich ermutigen und mir die Kraft geben, es endlich zu beenden. Ade. Hat er sich jetzt ins Meer gestürzt? Von hier kamen wir da nicht auch? Moment, da sind wir ja direkt. Das will ich auch nochmal testen. Nicht, dass ich mich jetzt hier selber umbringe, aber dann ist es so. Wir sind eh, glaube ich, erst einmal gestorben, wie schon erwähnt. Ich hoffe, das zusätzliche Ende ist nicht mit einer gewissen Anzahl an Toten verbunden, wie beim ersten Teil. Aber sowas wie die glänzende Perle haben wir hier ja nicht. Naja, schauen wir mal. Profundo Lamento. Genau, hier hatten wir, ich glaube, auch diesen Zauber gefunden. Der Fluch des Unverziehenden wurde aufgehoben. Das war wohl richtig. Das Ende der Schnitzeljagd. Und nun? Acta non verba. Und wie heißt der Erfolg? Glaubenssprung? Nee, das ist der Erfolg. Was ist denn... Oh, es gibt gar nicht so viele Gebete. Was haben wir denn jetzt? Lässt die Zeit für ein paar Sekunden stillstehen. Klappt das auch bei Endgegnern? Das wird ziemlich stark. So, Senguria an die Erinnerung eurer Augen. Gesang, der das Wesen von der Erinnerung trennt und die Luft auf ewig einfriert. Wir haben also, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, gerade den letzten Zauber erhalten. Dann war es doch nicht so viele. Dann ist ja einfach nur die Reihe so. Aber hier geht die Reihe ja nicht bis zum Ende. Das heißt, drei Rosenkranzperlen fehlen uns. Wir haben alle Händler leer gekauft. Wir können jetzt noch die 7 Punkte hier in Veredicto irgendwie investieren. Erhöht den Grundschaden, ist nicht schlecht. Erhöht den Grundschaden. Was haben wir hier? Verstärkt aufgeladene Angriffe. Erhöht den verursachten Miasma-Schaden. Erhöht den verursachten Feuerschaden. Erhöht die Grundverteidigung. Ich hau mal auf Schaden, Feuer und Miasma. Ja, Leute, und eigentlich bräuchten wir noch 10 Punkte des Martyriums. Sammeln können wir keine mehr. Das heißt, hier in der Spielwelt müssten eigentlich noch 10 Punkte zu finden sein. Okay, Leute, das wird interessant. So, welche Figuren fehlen uns denn noch? Da wollte ich nochmal schauen. Also, bei diesen Figuren hier, mit diesen goldenen Schärpen, da habe ich auch nochmal geguckt, die haben wir bekommen für ganz besondere Aufgaben. Ich hatte auch eher gehofft, dass wir da jetzt die letzte Figur finden. Wir haben eine Figur bekommen, dafür, dass wir alle Kinder des Mondlichts zurückgebracht haben. Da haben wir die Figur in der obersten Spitze des Turmes in einer Truhe gefunden. Eine Figur haben wir bekommen, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube für die Prozession der Schatten, dass wir die viermal
genutzt haben und immer den Tribut ihm gebracht haben. Dann haben wir eine Figur bekommen für die Arena-Kämpfe, wo wir die Kerzen der Töchter ausblasen mussten und danach einen Kampf bestehen mussten. Also muss die letzte Figur ja auch mit irgendwas zusammenhängen. So, welche Figuren fehlen uns noch? Das sieht aus wie der Büßer selbst, aber aufgrund der Krause, wir haben ja hier die ganzen Charaktere aus dem ersten Teil, könnte das Chrysanta von der stillen Pein sein. So, was ich aber viel auffälliger finde, ist dieses. Das sieht doch nach dem aus, wo wir unsere Schuld loswerden. Ob wir bei ihm auch nochmal eine Figur kriegen oder ob wir bei ihm irgendwas auslösen können, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir nochmal mit ihm reden. Ah, wir sind ja hier gerade in der Stadt. Ich will nicht nach unten, Leute. Ich will wieder nach oben. Der Aufzug vermittelt mir immer das Gefühl, dass er nach oben fährt und nicht hier unten ins Tintenmeer. Was natürlich auch sein kann, wo ich eben von diesen Scherpenretabeln gesprochen habe, hier Zirzo und wie die alle heißen, und Jalok und Grigal, es kann natürlich auch sein, dass wir die letzte kriegen, wenn wir alle Zeichen des Mirakels mit diesem blöden Zauber entdecken. Weil alle Gebete haben wir jetzt, den Erfolg haben wir ja. Und ich glaube nicht, dass es für diese Aufgabe lediglich Rosenkranzperlen gibt. Oder wir sollten nochmal zu den Gräbern, aber ich glaube, die Gräber stehen in Zusammenhang mit diesen Symbolen. Eieiei, also sollte das wirklich der Fall sein, Leute, jetzt alle Symbole hier zu finden. Wir haben selber in der Übersicht gesehen, wie klein diese sind. Werde ich tatsächlich eine Karte zur Hilfe nehmen. Auch wenn ich das ungern mache, aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wird mich wahnsinnig machen. Ich glaube nicht, dass ich die Geduld auch dafür habe, alle Symbole zu finden. Ich habe auch nicht mal den geringsten Schimmer, wo ich da anfangen soll zu suchen. Überhaupt nicht. Okay, ich wollte jetzt aber nochmal hier zu unserem Beichtstuhl gehen. Und mir fällt gerade ein, wir haben ja auch noch diese komische Sache hier mit der Lebensenergie und mit dem Kelch. Und was hat es mit dem Kelch auf sich, den wir gefüllt haben? Der war doch jetzt kaputt, oder? Da konnten wir nichts mehr machen. Und wir haben noch eine Tür bei dieser arroganten Hand. Leute, hier sind noch so viele offene Stellen. Was haben wir denn noch an Questobjekten? Das Tuch der alten Frau hat sich erledigt. Das haben wir über den anderen Händler bekommen. Da mussten wir uns ja entscheiden. Die Schlüssel waren für die Tauben. Die Briefe haben wir gerade gelöst. Und die stählerne Schlachtlanze, die gibt uns die Möglichkeit hierfür, oder? Oder hängt da noch mehr hinter? Leute, auch wenn die Texte im ersten Teil ebenso verwirrend waren, fand ich es da etwas eindeutiger. Ich habe hier gerade überhaupt keine Ahnung, was wir mit den losen Enden noch alles anfangen können. Wo finden wir die Figuren? Was hat es hier mit den Blumen auf sich? Die waren doch am Anfang nicht da. Es gibt nur wenige Sünden, die abscheulicher sind als jene, sich fälschlicherweise als unbefleckt und Heiliger des Mirakels zu bezeichnen. Nehmt diesen Schlüssel und öffnet die Kammern, die dieser Thronräuber der Heiligkeit bewacht. Meint er die arrogante Hand, die Tür, von der ich eben gesprochen habe? Oh, jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's interessant. Büßer, kehrt zurück, wenn die Schuld an euch naht. Ich werde euch eure Last nehmen, und das ist meine Bestimmung. Leute, Leute, Leute. Ein geheimnisvoller Schlüssel, der eine unheilvolle Aura ausstrahlt. Er öffnet die Tür zu verbotenen Geheimnissen hinter der Kammer einer der Kapellen in den Straßen der Wachten.
Wie sollen sie die Wahrheit erkennen, wenn ich in ihren Augen nicht anders bin als die anderen? Ja, das ist derselbe Text, den wir, glaube ich, beim ersten Kuss gefunden haben. Okay, der Schlüssel wird ja dann der richtige sein. Leute, dann schauen wir mal, was sich dahinter befindet. Ob wir da jetzt noch was finden. Und der Händler hier sagte ja auch, dass er eventuell, man weiß nie, was noch geschieht. Vielleicht sollten wir doch nochmal zu dem Händler gehen. Der wird uns nämlich immerhin noch angezeigt. Wobei, das tut Regina auch. Und die war ja eben nicht mehr da. Egal, ich schaue nochmal bei dem Händler vorbei. Wir sind eh hier auf der Ecke. Jetzt will ich aber erstmal das Tor hier öffnen. Es klappt. Es klappt, Leute. Und hier liegt was. Ein Zeichen des Martyriums. Ach, ich hatte gedacht, vielleicht noch eine Perle, die uns fehlt. Weil drei Stück, das ist eine Menge. Was habt ihr getan? Mein Geheimnis. Mein Geheimnis wurde offenbart. Ich wollte diejenige sein, die Einzige, die so vielen hilflosen Menschen Trost spenden würde. Dass eine sie ist, klingt wie ein arroganter Kerl. Nur ich konnte die einzige Wahre sein. Die anderen, sie ließen mich nicht. Sie behaupteten, ich sei nicht heilig genug. Was habe ich getan? Oh, meine Brüder und Schwestern, wo seid ihr? Vergebt mir, büße in Rechtschaffenheit. Ich werfe mich vor deinen Füßen nieder. O Büßer, ich spüre die Absolution im Abgrund eures Schweigens. Möge euch meine ewige Dankbarkeit zuteil werden. Nun werde ich mich vor allen Gemeindemitgliedern zum Zeichen meiner tiefen und aufrichtigen Reue auf die Knie werfen. Die Inbrunstkapazität hat sich erhöht. Nochmal. Auf 330. Leute. Dann sollten wir nochmal zu der gehäuteten Dame zurück, oder? Aber bevor ich jetzt hier blöd hin und her renne, ich wollte nochmal zum Händler. Weiter hoch. Da wollten wir nicht lang. Ja, dann können wir direkt so weitergehen und dann nochmal. Ah. Ja, da liegst du jetzt, ne? Ich meine, du hast doch vorher gelegen. Ja, wir haben ja einen neuen Zauber. Ja, wie nach der Exekution. Ne? Der kostet halt sehr viel und lässt sich demnach nicht so häufig verwenden. Einfach weiter, bevor wir jetzt nochmal sterben und rüste wieder das Deppler aus. Ja.
Martyriumspunkte bekommen wir dafür ja leider nicht mehr. Wo sollen wir die jetzt auch nochmal alle herfinden? Die 10, die uns fehlen. Hast du neue? Ich habe da vielleicht etwas für euch. Nehmt es, wenn ihr wollt, und geht. Er hat nochmal was? Eingemeißelte Wunden gibt ein geisterhaftes Geräusch ab, wenn es sich geheimen Ecken nähert. Okay. Das gibt's auch. Ihr habt die letzte meiner Waren erworben. Doch man weiß nie, wann uns das Mirakel mit neuen Segen beschenkt. Ja, okay. Also, 2 Rosenkranzperlen fehlen jetzt nur noch. Ein kleines Silbermedaillon, das immer noch die Markierungen eines Meistergoldschmieds zieren. Der Handwerker versucht in seinem Wahn, das Läuten einer Glocke aufzuprägen, die nur er hören konnte. Ja, wir rüsten das einfach mal aus. Statt dem O-Ring der Reue, würde ich sagen. Und dann wollten wir ja nochmal hier zur Dame. Dann hören wir mal, ob wir die Glocke nochmal irgendwo klingeln hören. Auch ihr nervt doch schon wieder. Ansonsten haben wir auch keine losen Enden mehr, ne? Also außer dass die Türen hier, die sich jetzt öffnen lassen dürften. Also zumindest keine losen Enden bei den Karten. So haben wir immer noch genügend lose Enden, die Symbole. Wo finden wir die Figuren? Sind so weit? Nee, doch nicht. Kommt noch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier die ganze Zeit umsonst Blutopfer gegeben haben. Das muss ja auch irgendwas bringen. Aber hier passiert anscheinend nichts mehr. Okay, Leute. Schade. Muss ich mal schauen, was es damit auf sich hat. Okay, jetzt wollen wir aber erstmal zur Kapelle der 5 Tauben. Oh, und das Gebiet, das geht noch hoch. Die Frage ist, wie breit ist es? Vielleicht finden wir dort ja die letzten fehlenden Figuren und ja, Martyriumspunkte. Und Rosenkranzperlen. Da fehlen uns auch noch 2. So, dann wollen wir hier mal hin. Wir sind ja alle tot. Der Vater sagte, 4 Gesandte umwickelten meinen Körper mit weichen Leinen. Ach, jetzt ist er auch hier im purpurroten Regen. Es regnet Blut, Leute.
Das Allerhöchste heißt euch willkommen. Über uns ziehen dunkle Wolken auf und wirbeln durch die Luft wie ein gefährlicher Schlangentanz. Das Kind wird geboren. Ist oder will geboren. Werft einen Blick in unser Schaufenster. Er hat nochmal was Neues. Kritische Treffer heilen abhängig von verursachten Schaden. Wie geil ist das denn? Jalok. Den kaufen wir uns für 6.000. Unsere Vorräte sind Erschöpfspießer. Und dafür sind wir dankbar. Okay. War das jetzt auch der letzte von denen? Lebesch. Regal. Jalok. Kritische Treffer heilen abhängig vom verursachten Schaden. Oh, Moment mal. Moment mal. Moment mal, Leute. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wir brauchen die Figuren, um das Tor zu öffnen. Interessant. Ja, vier Leinen oder was? Aber was haben wir jetzt hier? Vier Leinen umwickeln meinen Körper oder sowas stand da. Jetzt können wir das leider nicht mehr lesen. Verdammt. Okay. Schon wieder ein loses Ende, mit dem wir nichts anfangen können. Dann schauen wir uns jetzt mal das neue Gebiet an. Okay, das scheint nur aufwärts zu führen. Finden hier auf jeden Fall ein weiteres Beetpult. So, Moment, jetzt wollte ich was ausprobieren. Schaut mal, das macht sich Gold. Moment. Ich gehe noch mal kurz runter hier hin. Ob jetzt hier irgendwas ist. Ja, tatsächlich. Weihrauch der Gesandten. Was? Wieso sind die kaputt? Die verkohlten Überreste der Figuren, der vier Gesandten, die aus der Glut geborgen wurden. Die Asche wird die Haut desjenigen als würdig kennzeichnen, der das letzte Opfer zur Rückkehr in den Himmel darbringt. Und wir vier werden herabsteigen und unsere unbefleckten Tücher im feinen Wind schwenken. Und unser Segen wird dann euer sein. Die große Gnade wird euch dann die ultimative Vergebung gewähren. Denn unsere bloße Anwesenheit bedeutet Absolution. Und das ist nur der letzte Schritt auf dem Weg der Buße. Leute, unsere Figuren sind kaputt. Unsere tollen Figuren. Oh Mann, das ist jetzt... Aber ob wir diesen Questgegenstand für das zusätzliche Ende brauchen, das klingt schon fast so. Aber dann müssen wir gleich nochmal beim Beetpult uns neue Kombinationen ausdenken. Wobei, spielt die Position, weil bei denen war es ja jetzt auch wichtig, wer in welcher Ecke steht, spielt die Position tatsächlich auch eine Rolle bei denen? Und da werde ich auf jeden Fall wieder die Blitzgeschichte nehmen, damit wir das haben. So, das werde ich auch wieder ausrüsten, zusammen mit
Wo finden wir die Figuren jetzt noch? Das wird ja jetzt gleich das Ende sein. Ich glaube nicht, dass hier noch viel kommt. So, hier haben wir Hugo Alba. Ich nehme doch wieder das rein. Haben wir eigentlich mit Veredicto irgendwelche lustigen Kombinationen? Moment, das müsste ja dann auch mit den... Wenn dann mit den Elementarsachen, würde ich sagen, wie bei den anderen auch. Ja, haben wir. Feuerschaden, das habe ich mir schon fast gedacht. Verpuffung, verstärkt einige Treffer mit Veredikt und erzeugt bei Aktivierung Feuerstöße. Okay. Blitz bringt nichts. Er bestimmt wieder. Nein, hier auch nicht. Ah ja, hier ist ja auch Miasma irgendwie mit drin. Warum, weiß ich zwar nicht. Ersetzt die Glut von Veredicto durch giftigen Weihrauch, wodurch Treffer Miasma-Wolken erzeugen. Das könnte ja ganz nett sein. Und hier nehmen wir jetzt wieder den Blitz rein. Und hier unten will ich auf jeden Fall... stellt automatisch Gesundheit wieder her. So wie den guten alten Proximo. Dass Feinde in der Nähe Schaden kriegen, wenn wir von ihnen getroffen werden. Aber hier könnten wir vielleicht noch was Besseres ausrüsten, oder? Könnt ihr doch mal den Mystik-Schaden reinnehmen. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Ja, Leute. Purpurroter Regen scheint das letzte Gebiet zu sein. 95% der Karte erforscht. Ich guck noch mal drüber, ob wir irgendwo einen offenen Weg finden. Denn uns fehlen, wie gesagt, jetzt noch Rosenkranzperlen und zwei Figuren des Retables. Wenn wir die irgendwie verpasst haben oder aber durch eine unserer Entscheidungen ausgeklammert hätten, wären die ja bei diesem Händler aufgeploppt. Weil hier hatten wir ja auch die Erinnerung an Castula. Oder an Trifon. Auf jeden Fall an das, was uns gefehlt hat. Oder wir kriegen tatsächlich eine Figur durch das Finden aller Symbole. Moment, das will ich jetzt nochmal machen. Zwischen Betbulten teleportieren. Da gehen wir jetzt nochmal in die Mütter. In die Mutter aller Mütter. Und wir schauen uns noch mal die Grabsteine an. Die wir machen, ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Der da oben nervt mich nur wieder mit seiner Position. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Symbole und es fehlen noch 5 Symbole. Wir haben gerade mal die Hälfte gefunden. Das darf doch nicht wahr sein. Das muss doch irgendwo zu finden sein. Und ich meine, das hier auch irgendwo gesehen zu haben, aber ich weiß nicht mehr wo. Da haben wir noch nicht gerafft, dass das damit im Zusammenhang steht. Aber die kleineren Symbole, gerade das hier unten, über unserer Hutspitze,
sowie die 8 da oben. Ich glaube, die wären richtig bescheuert zu finden. Kann ja irgendwo im Hintergrund verborgen sein. So, wir schauen uns nochmal die Gräber an. Hier hat sich ja auch nichts getan. Und ich glaube, wir haben auch kein Gebet. Beschwört Flammen? Moment. Wofür könnten die Symbole stehen? Oder ist das tatsächlich nur in Gedenken an? Ich weiß es nicht. Leute, Leute. Ja, ansonsten... Ansonsten reisen wir jetzt eben zum purpurroten Regen. Weil ich weiß, hab überhaupt keine Ahnung, wie wir das ans Sand gehen sollen. So, purpurroter Regen. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das Gebiet in der nächsten Episode einmal an. Mal schauen, wie das Ganze aufgebaut ist. Bisher schien es nur nach oben zu gehen. Aber, ja, vielleicht ist das Gebiet doch größer, als man denkt. Und man findet noch die fehlenden Figuren. Gut, Leute. Damit beende ich auch wieder die heutige Episode. Mal schauen, wie viele Episoden es noch wird. Wenn wir, wie gesagt, hier wirklich die ganze Karte nochmal nach Symbolen abrennen müssen. Wenn das irgendwie in einem wichtigen Zusammenhang steht, dann nehme ich mir eine Karte zur Hilfe. Ganz ehrlich. Weil da habe ich keine Lust drauf. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jeden Raum hier ablaufen. Und nach kleinen Symbolen Ausschau halten, wie so ein Minispiel. Und ihr wisst selber, wie verworren einige Gebiete sind. Hier gerade Labyrinth der Fluten. Oder was auch etwas komisch war, war die versunkene Kathedrale. Also das sind alles Sachen, wo ich, um Gottes Willen. Naja, mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Blasphemous 2 wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, gehabt euch wohl, euer Rönne.